Hallo Leute, ja, hier sind wir wieder unterwegs mit unseren zwei Essen, die wir in letzter Folge noch fertig gekriegt haben. Und es ist hier irgendwie jemand am Brutzeln. Genau, die Red Run ist am Red Rum, Red Ram, keine Ahnung, die ist am Essen. Die macht sogar die dritte Portion. Das heißt, Essen wird wahrscheinlich eher weniger das Problem sein, weil wir Kartoffeln ohne Ende haben. Das hat geklappt. Wie weit sind die Reispflanzen? Die sind auch schon bei 53%. Also da geht schon mal was. Allerdings, wo nichts geht, ist hier beim Holz. Da müssen wir unbedingt zusehen, dass wir Strom kriegen, weil unsere Räume wahrscheinlich zu warm werden. Würde ich sagen, nach dem Logo gucken wir, dass wir das hinkriegen, ne? Ja, Feuer ist auch noch ausgegangen. Ich hoffe, der Herd, der funktioniert noch länger. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall hier Holz machen, ne? Ach, haben wir sogar schon eingestellt. Gut, das heißt, hier ist auch Holz, ja. Wie kriegen wir denn die Prio da hoch? Kann man irgendwo Prioritäten setzen? Arbeiten. Oh, wo gehört Holz zu? Dass die gerade bauen, Bergbau, nee, Feldarbeit, Waldarbeit. Höchste Priorität. Ich hoffe, das passt. Aber ich höre schon dieses Axt hier. Da geht's los. Hat geklappt. Das heißt, es gibt jetzt gleich auch Holz. Gut, und dann müsste man hier noch Prioritäten ändern oder nicht? Ah, warte mal, das ist ja dann auch hier wahrscheinlich, ne? Transport wäre dann. Red Run macht mal Transport 1. Vielleicht transportiert die dann das Holz als erstes da schnell rein. Die ist natürlich jetzt gerade am Essen kochen. War vielleicht nicht so die beste Idee. Allerdings haben wir schon vier Essen. Wir sind insgesamt mit gefangene vier Personen. Das passt dann schon. Aber hier, sie hat das ins Lager gebracht. Das ist schon mal gut. Jetzt ist nur die Frage, ob sie es auch hier reinschmeißt. Das wäre noch besser, ne? Jein. Ah, okay, kommt erst das Lagerfeuer. Okay, passt auch. Das war auch ohne Holz. Das würde ich sagen, macht sie jetzt hier wahrscheinlich weiter, oder? Mal gucken. Oh, die trägt aber ordentlich Holz. 24 plus 7, ne? Oder? Und jetzt kommt hier auch Holz rein. Das passt dann schon. Dann haben wir wieder Kühlung, wie sieht es denn hier temperaturmäßig aus? Drinnen 33 Grad, weißt Bescheid, ne? Aber die Klimaanlage läuft und geht sofort runter, oder? Ja, ich glaube schon. 22 drin, ja, passt. So, das heißt, wir gehen in die Arbeitseinstellung wieder, machen hier wieder auf 3 und Waldarbeit war auf 2 zu machen. So, passt's. Haben wir das erst. Gut, wie sieht es hier mit Madame aus? Nee, wo das? Sozial war das, ne? Ja. 36, 17, 25. Okay, da ist noch nichts erreicht. Wir haben hier aber schon jemanden, der weiter baut. Das ist auch schon alles gesagt worden, dass das raus kann. Und dieser Raum wird fertig. Wollten wir jetzt hier Ding ins Tische reinstellen zum Essen, oder? Küche ist hier, ja. Ich glaube, das war unser Ziel. Möbel. Wo ist denn hier ein Esstisch? 2x4 Tisch, 2x2 Tisch. Wo ist denn sowas? Oh, der ist zu groß. 2x2 wäre ganz cool. Können wir das so machen und dann können mehrere drinnen sitzen? Ich glaube schon, oder? Machen wir so. Und dann braucht man auch einen Stuhl da dran, na da. Stuhl aus Holz, oder? Kann man das drehen? Ich sehe den auch so schlecht. Ist irgendwas falsch? Ich habe Stuhl, wollte ich, ne? Stuhl aus Holz und wir drehen mit E oder wie war das? So. So, jetzt ist der Tisch schon mal da. Hier wurde ausgearbeitet. Wir brauchen mal Licht. Läuft Licht unter Möbel? Ich glaube ja, ne, oder? Ja, da ist die Fackel. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Fackel hin. Ah, und dann würde ich hier noch eine hinmachen. Erstmal. So, einer spielt bestimmt hier. Ne, doch nicht. Ist dunkel, ne? Vier, fünf Essen haben wir. Und hier unten haben wir neue Ware. Erlauben? Ne, ist schon erlaubt. Das müsste mal jemand wegräumen.
Lagerzone, aber ich würde da gerne im Boden hin noch machen wieder. Strukturen waren das, ne? Nee, doch nicht. Zonen, ne? Möbel waren das nicht. Ach, Böden gibt es ja extra. Aber da es so dunkel ist, kann ich nicht erkennen, was hier für ein Boden ist. Also hier ist definitiv der Holzfußboden, ne? Die gehen jetzt alle schlafen. Sie spielt, oder? Hufeisenspiel, denke ich, ja. Er muss mal treffen, oder? Was ist das hier für ein Tier? Ein Hase, okay. Ist das unser Hase? Weiß ich gar nicht. Ne, unser Hase ist da. Dann versuchen wir den nochmal auch zu zähmen, oder? Wie ist sie drauf? Noch wahrscheinlich gleich, oder? Ja. Gut, ich denke mal, wir können jetzt aber zum Abend hin schneller laufen lassen, weil es passiert ja nichts mehr, außer dass die spielt. Und die gehen ja jetzt ins Bett, oder? Da wurde noch einmal gegessen. Und jetzt sind alle am Pennen. So, wer wacht als erstes auf? Willi bestimmt, oder? Ja. Willi hat Hunger. Isst was? Leider keinen Tisch zum Essen. Geht wieder ins Bett und schläft weiter, oder? Und es wird hell. Eutron isst auch was, ja. Gut, dann sind nur noch zwei Mahlzeiten da. Ich hoffe, es wird weiter gekocht, weil Kartoffeln hätten wir noch. Holst du Kartoffeln? Ja, dann wird auch weiter gekocht. Ah, hier wird am Tisch gearbeitet. Das ist schon mal gut. Meli macht den Tisch. Und jetzt kommen hier die Bratkartoffeln auf den Tisch. Soweit sieht das erstmal gut aus. Wie ist denn die Innentemperatur? 20 Grad hier oben auch, ne? Und hier unten ist Minusgrade. Okay, da kann nichts kaputt gehen. Hier sind 12, da ist es relativ kühl. Wofür ist das Holz? Okay, um eine Kerze, nicht eine Kerze, um Dingen zu machen, sag schon. Jetzt weiß ich aber nicht, ist das hier schon ein Boden, den ich angelegt habe oder nicht? Gute Frage, ne? Ist aber bestimmt einer, ne? Was für ein Boden ist das denn? Ein Holzboden ist es nicht. Kann man das auch hier anklicken? Ja, ach so, das ist die Lagerzone. Und deswegen sieht die anders aus. Zone erweitern. Aha, dann sieht die Zone so aus. Da ist gar kein Boden drin. Na. Strom. Fliese aus Beton, Fliese aus Sandstein, Platte aus Sandstein. Cool. Zu wenig auf Lager. Ja, schauen wir mal, ob das was wird, oder? Hier wird auf jeden Fall auch weitergearbeitet. Es wird auf jeden Fall Essen gemacht. Das ist sehr wichtig. Da haben wir auch genug. Kartoffeln sind immer noch da. Und hier sind ja auch schon wieder neue Kartoffeln, ne? Und oh, die sind auch schon. Oder nee, die sind noch nicht gepflückt, wahrscheinlich. Erstmal läuft's, oder? Wir haben den Tisch schon fertig. Jetzt fehlt nur noch ein Stuhl, ne? Wer macht denn den Stuhl? Eigentlich sollte das Willi machen, oder? Und wo ist Peige? Wo ist Page? Oder wie spricht man so aus? Müssen wir mal gucken, ne? Die ist da, aha, okay, da sollten sie auch abbauen. Stahlreste. Und was war hier? Maschinenreste. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt die gute Idee ist, da abzubauen, aber naja. Machen müssen wir es so oder so mal, ne? Essen wird auf jeden Fall gemacht. Wie ist mit Maisie hier?
Da hat sich nichts geändert. Keiner mehr hatte mit ihr gesprochen, denke ich mal, weil alle beschäftigt sind. Da gibt es noch mehr Maschinenreste. Valentina hat eine Lebensmittelvergiftung bekommen von einfacher Mahlzeit, Ursache unfähige Koch. Ja, da müssen wir durch, ne? Kann ich auch nicht ändern. Ja. Ja, ist halt so. Kann ich jetzt auch nicht umändern. Lass mal hier dieses noch abbauen. Und wo wollte ich denn noch was abbauen? Ja, da könnte man abbauen, aber machen wir nicht. Hier ist auch noch ganz viel, ne? Lassen wir das erstmal. Warum steht hier kein Tisch mehr? Ist ja schon angefangen gebaut. Ja, denke ich mal schon. Ja. Spricht wer mit der? Nee, ne? Ich mach mal Stufe 2, ne? Sie spielt. Da wird gepflanzt. Sehr schön. Neue Ernte wird ausgebaut, das ist auch immer wichtig. Leider ist niemand da, der hier einen Stuhl macht. Kann ich den Stuhl priorisieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, hier ist schon abgebaut, was ich gesagt habe. Ich glaube, mehr machen wir erstmal nicht da, ne? Ich glaube, dahinter sind jetzt auch keine anderen Maschinenreste mehr. Hier wird jetzt auch, also das, Hitzeschlag. Okay, dann geh doch mal rein. Beginnend. Was geht hier ab? Die hat den Hund umgebracht oder was? Randaliert. Vielleicht nicht erschienen. Fangen wir Maisie wieder ein. Hier müssen wir jetzt ganz schnell eine Tür bauen, ne? War das jetzt gut oder war das schlecht? So, Tür ist woanders, ne? Lebt mein Hund noch? Wo ist der Hund? Ah, der schläft. Linkes Ohr, Rumpf und Schwanz. Prellung. Okay, ich glaube, da kann der Hund aber mit leben, oder? Training, ne? Ernährung, Erholung, Körper. Der Hund muss hier hochgestuft werden, ja. Ist die beste Medizin, ja. Wie sieht das jetzt hier aus mit? Hier hat sich nichts geändert. Noch schuldig für 17 Stunden. Wo ist denn jetzt hier das Problem gewesen?
Okay, dann lassen wir das doch so. Ja, mal gucken, ob die noch überlebt, aber es ist jetzt nicht so toll gewesen für mich. Was denn hier mit Redone? Warum schläft die denn draußen? Sommer. Maisie ist in einem Berserkerrausch verfallen. Okay, ich weiß nicht, ob das uns weiterhilft, aber Redone draußen schlafen zu sehen, ist jetzt auch nicht so prickelnd, oder? Jetzt ist aber wieder unterwegs. Jetzt wird die Tür gebaut, das ist schon mal wichtig. Für Gefangene passt. Müsste auch aufgeräumt werden. Sieht schäbig hier aus, ne? Und der Stuhl wird immer noch nicht fertig gemacht. Wir haben auch keinen Strom da. Das heißt, wir müssen doch tatsächlich wieder die Arbeit umändern. Waldarbeit bitte auf 1. Redran packt das Lager voll. Und wo ist unsere dritte Person? Was macht sie jetzt? Irgendwas ernten. Okay, damit wir Essen zu genug haben, wahrscheinlich. Ja, sieht erstmal gut aus, sag ich mal, ne? Jetzt wird auch Holz gekloppt, damit wir hier wieder Feuerholz haben, beziehungsweise Generatorholz zum Kühlen. Was mit ihr hier? Wird die durchkommen oder nicht? Gute Frage, ne? Der Hase hat ihr Bisswunde zugefügt. Krass. Und der Hund hat ordentlich was gemacht. Ja, der hat sich verwehrt. Schon nicht schlecht, so einen Hund zu haben, ne? Da müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Weiß ich auch noch nicht. Ja, ach so, hier, wir müssten jetzt mal gucken, dass wir mit dem Holz weiterkommen, ne? Ist das Häschen denn noch am Leben? Ich glaube, das ist das, oder? Ja, okay. Arbeit und Transport 2. Ne, hatten wir auch 1 gemacht. Redran schläft jetzt da. Warum? Die Betten sind alle frei, okay. Können wir das mal den Leuten zuweisen? Warum schlafen die jetzt nicht mehr in ihren Betten? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, müssen wir uns in der nächsten Folge drum kümmern, würde ich sagen. Ne? Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.